God created it by hand. From mighty mountains to the raging sea, to every leaf on every single tree. It's in the holy book. Just open up and take a look. Es war einmal ein Mann namens Jakob, der lebte im Lande Kanaan gemeinsam mit seinen 12 Söhnen. Der älteste war Ruben, dann kam Simeon, Levi, Juda, Issachar, Sebulon, Gad, Asher, Dan und Naphtali. Und schließlich Benjamin und Josef. Sie waren die Kinder von Jakobs zweiter Frau, Rachel. Da sie die Jüngsten waren, blieben die beiden zu Hause, während ihre Brüder auf der Weide arbeiteten. Jakob liebte alle seine Söhne, aber Josef war sein Liebling. Vater, wann kann ich mit meinen Brüdern die Schafe hüten? Ich träumte, es wäre nun bald soweit. Josef, du und deine Träume. Du kannst morgen mitgehen. Und um das große Ereignis zu feiern, habe ich eine Überraschung für dich. Nun, da er alt genug ist, wird Josef seine Brüder auf die Felder begleiten. Hey! Oh ja! Und das hier wird dich warm halten. Oh, Vater! Er ist so schön! Schaut euch den Stoff an! Und die Farben! Vater hätte dir einen solchen Mantel geben sollen, Ruben. Du bist der Älteste. Ah, davon kann ich träumen. Josefs Brüder waren eifersüchtig auf sein Geschenk. Es erinnerte sie daran, dass ihr Vater Josef am meisten liebte. Aber der schöne Mantel war nicht das Einzige, was sie böse auf ihn werden ließ. Juda, Asher, Simeon, vorletzte Nacht hatte ich einen wunderbaren Traum. Wir waren alle auf dem Feld und haben Weizengarben gebunden. Und mein Bündel stand aufrecht, während eure sich um meines sammelten und sich verneigten. Sich verneigten? Vor dir? Hä? Vater mag dich verehren, aber wir nicht. Hey, es war nur ein Traum, Simeon. Ich gehe ins Bett. Wisst ihr, letzte Nacht träumte ich, ich wäre ein Stern am Himmel. Gemeinsam mit 11 anderen Sternen. Die Sonne und der Mond waren auch da. Und sie alle verneigten sich vor mir. Elf Sterne? Du meinst 11 Brüder. Und wir sollen uns vor dir verneigen? Für wen hältst du dich? Einen König? Ach. Wenn wir die Sterne waren, wer waren Sonne und Mond? Seine Mutter und ich. Josef, du sollst nicht denken, dass deine Familie dich verehren soll. Vater, es war doch nur ein Traum. Geh schlafen. Du und deine Brüder müssen morgen sehr früh los. Wenn du verschläfst, werden sie nicht auf dich warten. Da hat Vater allerdings recht. Ach, und ich will bitte nichts mehr über Träume hören. Am nächsten Tag war Josef spät dran.
Hallo? Oh, der Träumer hat uns gefunden. Macht euch bereit zur Verbeugung, Brüder. Seht nur, er stolziert wie ein Pfau herum mit seinem neuen Mantel. Manchmal wünschte ich, wir könnten ihn loswerden. Nein, tust du nicht. Tu ich doch, wenn er nur noch einen Traum erwähnt. Simeon, er ist unser Bruder. Wir könnten ihm nichts tun. Aber du hast mich auf eine Idee gebracht. Was hattet ihr vor? Mich abhängen? Josef begann seinen Brüdern zu erzählen, wie schlau er gewesen war, sie zu finden, aber sie hörten nicht zu. Sie hatten andere Pläne. Hey, Vorsicht mit dem Mantel! Ruben, Juda, nein! Er bleibt da unten, bis wir wissen, was wir als nächstes tun. Ruben plante, Josef zu befreien, wenn niemand es sehen würde, und ihn schleunigst nach Hause zu schicken. Oh nein! Ruben und Naphtali trieben die Herde wieder zusammen, während die anderen zu Mittag aßen. Während sie aßen, tauchte eine Karawane auf. Wäre es nicht lustig, wenn wir Josef an diese Kaufleute verkaufen würden? Warum nicht? Wir wären diese Plage endlich los und hätten auch noch Geld vom Verkauf. Alle stimmten dem schrecklichen Plan zu und Josef wurde für 20 Silberstücke verkauft. Brüder, warum tut ihr das nur? Gott, was auch immer passieren mag, ich vertraue immer noch auf dich. Ihr habt was mit Josef gemacht? Beruhig dich, Ruben. Ich beruhige mich dann, wenn ihr wisst, was wir Vater sagen sollen. Das wissen wir bereits. Wir haben Josefs Mantel zerrissen. Wir müssen nur noch eine Geschichte darum winden. Wir haben überall nach ihm gesucht, aber nur noch seinen Mantel gefunden. Oh, Josef, was ist nur mit dir geschehen? Mein Sohn. Die Brüder logen und Jakob glaubte ihnen. Josef wurde nach Ägypten gebracht und eines Verbrechens beschuldigt. Er hatte nichts falsch gemacht, aber er wurde trotzdem in des Pharaos Verlies gesperrt. Doch sogar im Verlies vertraute Josef auf Gott. Gott? Ich habe nichts Schlimmes getan, aber aus irgendeinem Grund bin ich trotzdem hier.
In meinem Herzen weiß ich, dass all dies Teil deines Plans ist. Josef hatte recht und Teil von Gottes Plan war es, ihn mit einem besonderen Geschenk zu segnen, der Fähigkeit, die Träume anderer zu verstehen. Oh, was für eine scheußliche Nacht. Wüsste ich nur, was mein Traum bedeutet. Ha! Mein Traum war 4-mal so verwirrend wie deiner. Ich kann euch sagen, was sie bedeuten. Du verstehst meine Träume? Ha! Nicht ich. Nur Gott kann sie erklären. Ich glaube dir. Erzähl mir von meinem Traum. Ich war des Pharaos Becherträger, bis ich in Ungnade fiel. In meinem Traum sah ich einen Weinstock. An dem Stock waren 3 Weinreben. Ich presste sie in des Pharaos Becher und gab dem Pharao den Becher in die Hand. Die 3 Reben bedeuten, dass der Pharao dich in 3 Tagen freilassen wird. Und du wirst wieder sein Becherträger sein. Ich danke dir, Josef. Nein, danke Gott, mein Freund. Wenn du frei bist, erzähl bitte dem Pharao von mir. Sag ihm, dass ich nicht an diesem schlimmen Ort sein sollte. Ich versprech's. Genug von dir, ich bin dran. In meinem Traum hatte ich einen Korb auf dem Kopf. In dem Korb waren Backwaren für den Pharao. Plötzlich kamen 3 Vögel und fraßen den Korb völlig leer. Was hat das zu bedeuten? In 3 Tagen wirst auch du dieses Gefängnis verlassen. Ich wusste es. Ich bin zu wichtig, um länger hier zu bleiben. Warte, es geht noch weiter. Alles, was du besitzt, wird dir genommen werden. Du wirst der strengsten Bestrafung des Pharaos zugeführt. Es tut mir leid. Alles, was Josef gesagt hatte, bewahrheitete sich. Aber der Becherträger vergaß, dem Pharao von ihm zu erzählen. Und er blieb 2 lange Jahre im Gefängnis. Bis eines Tages. Oh, was für ein seltsamer Traum! Der Pharao rief die weisesten Männer seines Königreiches zu sich. Vielleicht würden sie seinen Traum verstehen. Aber keiner von ihnen hatte eine Antwort. Dann erinnerte sich der Becherträger seines Versprechens an Josef. O Pharao, es gibt einen weisen Mann in eurem Verlies, der vielleicht euren Traum erklären kann. Josef, ich träumte, ich stünde am Ufer des Nils, als 7 fette Kühe aus dem Wasser kamen. Und dann kamen 7 magere Kühe aus dem Fluss. Und plötzlich fraßen die mageren Kühe die Fetten auf. Was soll das bedeuten? Mein Gott sagt dir, was er geplant hat. Die 7 fetten Kühe bedeuten, dass es 7 fruchtbare Jahre mit reichlich Nahrung für alle geben wird. Aber die 7 mageren Kühe bedeuten, dass danach 7 Jahre lang keine Früchte wachsen werden und dein Volk keine Nahrung haben wird. Das ist ja schrecklich, fürchterlich. Nein, Pharao. Gott schickt euch diese Nachricht, damit ihr euch vorbereiten könnt. Baut Lager, um Nahrungsmittel aufzubewahren, die in den 7 Jahren des Überflusses wachsen. Dein Volk wird reichlich zu essen haben. Es ist wahr. Du bist von Gottes Geist erfüllt. Das ist der weiseste Mann meines Königreichs. Wir werden Lager bauen und Nahrung aufbewahren. Und es gibt nur einen Mann, dem ich ein so wichtiges Unterfangen anvertrauen kann. Diesen Mann, Josef.
Josef ging gleich an die Arbeit. Und bald quollen die Lager über vor Getreide und standen voller Vieh. Aber Josefs größte Errungenschaft war, dass das Volk ihn liebte. Gott hatte Josef geholfen, diese wunderbaren Dinge zu tun, und Josef vergaß nie, ihm zu danken. 7 Jahre später kam die schreckliche Dürre, vor der Josef gewarnt hatte. Kein Vieh konnte gedeihen, nicht einmal in Josefs altem Zuhause in Kanaan. Wir haben keine Nahrung, Vater. Ein weiser Führer in Ägypten hat Nahrung für 7 Jahre eingelagert. Er verkauft es an jeden, der es braucht. Dann gehen wir ihn treffen und sein Getreide kaufen. Benjamin nicht. Ich will, dass er sicher bei mir bleibt. Josef erkannte seine Brüder wieder. Seid gesegnet, großer Herr. Aber sie erkannten ihn nicht. So gab er vor, ein Fremder zu sein. Woher kommt ihr? Aus Kanaan, großer Herr, auf der Suche nach Nahrung für unsere Familie. Ihr seid Spione! Nein, wir sind Brüder einer 12-köpfigen Familie. Bitte glaubt uns. Lügner, ihr seid zusammen nur 10. Ein Bruder wurde getötet und Benjamin, der Jüngste, ist zu Hause geblieben. Ich werde euch Getreide verkaufen. Aber um eure Ehrlichkeit und Unschuld zu beweisen, bringt das nächste Mal diesen jüngeren Bruder mit. Ich werde einen von euch hier behalten, bis ihr zurück seid. Oh nein! Das darf nicht! Versprecht ihr es? Wir versprechen es. Gott bestraft uns dafür, dass wir Josef in die Sklaverei verkauft haben. Er flehte uns an und wir haben ihn verraten. Ich habe keine Zeit mehr für euch. Nehmt euer Getreide und geht. Denkt an euer Versprechen. Vater, wir hatten keine Wahl. Oh, Simeon, mein Sohn, ein Gefangener in Ägypten. Aber Sie, Vater, wir haben das Getreide. Hey, mein Geld ist hier in dem Sack. Nun wird uns der Pharao auch noch als Diebe beschuldigen. Jakob wollte keinen weiteren Sohn an Ägypten verlieren. Also versuchte die Familie, ihre Nahrung einzuteilen. Aber bald war alles verbraucht. Wir gehen nach Ägypten. Und Benjamin muss mitkommen. Nein, er wird im Verlies enden wie Simeon. Wir haben es versprochen, Vater. Wenn Benjamin nicht mitkommt, bleibt Simeon im Gefängnis. Und der ägyptische Führer verkauft uns kein Getreide. Benjamin wird unversehrt zurückkehren. Ich verspreche es. Wenn er nicht zurückkommt, Judah, werde ich vor Trauer sterben. Geht es eurem Vater gut? Ja, Sir. Gut. Gott hat dich gesegnet. Und ihr habt Wort gehalten. Also tue ich das Gleiche. Hey! Ja! Hey!
Dann gingen die Brüder wieder. Aber Josef hatte seinem Diener gesagt, er solle heimlich seinen Silberbecher in einem der Säcke platzieren. Halt! Warum vergeltet ihr Gutes mit Bösem? Einer von euch hat meinen Silberbecher gestohlen. Was ist denn jetzt los? Ich verstehe es nicht. Dieb! Für dieses Verbrechen wirst du als mein Sklave hier in Ägypten bleiben. Nein, als Sklave? Ich kann das sagen. Was geht hier vor? Bitte, wenn Benjamin nicht mit uns zurückkehrt, wird unser Vater vor Kummer sterben. Er bleibt. Oh nein! Nein! Nehmt mich an seiner Stelle! Nein, nehmt mich! Bitte, großer Herr! Als ihr mich so hintergangen habt, dachtet ihr, es sei etwas Böses. Aber letzten Endes hat Gott es in etwas Gutes verwandelt. Ich kam nach Ägypten und half, eine Nation vor dem Hungertod zu retten. Ich bin es, Benjamin! Josef! It's true, I'm Joseph. Oh, can't you tell it's me? Look closer and you'll see the eyes of your lost brother. I am so glad to have my family gathered here. It's so good to know you're near. Holt eure Familien und unseren Vater und kommt zu mir nach Ägypten. Josef, Gott sei gepriesen, du bist gesund und munter. Josef und seine Familie trennten sich niemals wieder. Und Gott, der ihnen geholfen hatte, die Hungersnot zu überstehen, ließ eine große Nation aus seiner Familie hervorgehen. So lernte Josef, selbst wenn schlimme Dinge geschehen, Gott kann sie in etwas Gutes verwandeln. Do you know how the world began? How God created it by hand? From mighty mountains to the raging sea, to every leaf on every single tree. It's in the holy book, just open up and take a look. It's a story.
Vor vielen, vielen Jahren im Lande Israel erwarteten die Menschen ein sehr wichtiges Ereignis. Links, rechts, links, rechts, links, rechts, links. Sie hatten von der alten Geschichte gehört, dass Gott ihnen eines Tages einen neuen König schicken würde. Einen König, der sie beschützen, ihnen Frieden und mehr Freiheit bringen sollte. Wann wird der neue König denn endlich kommen? Unsere Eltern, unsere Großeltern, ja bereits deren Eltern haben versprochen, er würde kommen. Ja, sie sagten, er würde kommen. Ja, aber wann? Selbst im Palast des Königs Herodes wartete das Volk. Schneller! Schneller! Los! Wann kommt der neue und bessere König denn endlich? Was war das? Nichts. Ich habe dir nicht erlaubt zu sprechen. Du wirst für die nächsten 30 Tage nur Wasser und Brot bekommen. Oh nein. 50 Tage. Oh. Altes, trockenes Brot. Und nur 4 Tropfen Wasser. Nein, besser nur 3 Tropfen Wasser am Tag. Was starrst du denn so? Und dann eines Tages in der Stadt Nazareth erhielt die junge Frau Maria überaus erstaunlichen Besuch, einen Engel. Wer bist du? Hab keine Angst, Maria. Ich bin der Engel Gabriel. Ich komme dir eine frohe Botschaft zu bringen. Eine Botschaft? Für mich? Gott hat dich auserwählt, aus all den Frauen der Welt die Mutter seines Sohnes zu werden. Gott hat mich auserwählt? Wie kann das sein? Für Gott ist alles möglich. Du wirst einen Sohn haben. Er wird der Sohn Gottes sein. Und du wirst das Kind Jesus nennen. Was auch immer Gott verlangt, ich werde es tun. Oh. Maria liebte einen Mann namens Josef. Eines Nachts erschien Josef im Traum ein Engel. Josef, Gott hat große, wunderbare Pläne für dich und Maria. Maria wird Gottes Sohn gebären. Er wird Gottes versprochener König sein. Gib ihm den Namen Jesus und achte gut auf Maria und den kleinen König, wenn er kommt. Maria. Meine Maria. Gott hat einen Engel gesandt, um mir von dem Kind zu berichten. Ich liebe dich, Maria. Ich liebe dich auch, Josef. Bald darauf heirateten Maria und Josef. Es war geradezu der Zeit, in der Augustus Cäsar, der Kaiser des gesamten Römischen Reiches, eine Volkszählung seiner Untertanen anordnete. 25, 26, 27. Es sind 692 Leute aus der Stadt Hebron und 839 aus der Stadt Jericho. Schreib es auf die Liste. 28, 29, 30. Ich werde müde. Schick Diener ins Land aus, um mein Volk zu zählen. Jedermann wurde aufgefordert, in seine Heimatstadt zu gehen, um sich zählen zu lassen. Josef musste Maria nach Bethlehem bringen, in seine Heimatstadt. Bethlehem war sehr weit entfernt. Entschuldige, Hirte. Weißt du, wie weit es nach Bethlehem ist? Das ist eine weite Reise. 70 Meilen von hier aus. Keine Sorge, Maria. Aber nein. Ich fühle mich sicher bei dir, Josef. Wie ihr seht, erwartete Maria die Ankunft ihres Kindes sehr bald. Vielen Dank, Hirte. Gott sei mit euch. Und auch mit dir. Während des Tages reisten sie viele Meilen weit. Schon über die halbe Wegstrecke. Ich bin sicher, wir sind bald da. Hier, Maria. Es ist erfrischend und kühl. Danke. Ich habe solchen Durst. Mmh.
In der Nacht schliefen sie unter freiem Himmel. Am nächsten Nachmittag sahen sie einen Wegweiser. Bethlehem war nur noch 3 Meilen entfernt. Wir sind fast da. Bald sind wir in einem gemütlichen Zimmer im Gasthaus. In dieser Nacht waren viele Reisende in Bethlehem. Wo bekomme ich eine Mahlzeit? Wo ist das Gasthaus? Wo gibt es einen guten Ort zum Übernachten? Guten Abend, werter Herr. Können Sie uns den Weg zum Gasthaus zeigen? Aber sicher. Warum nehmt ihr nicht die Abkürzung? Geht einfach um die Ecke, dann den steilen Hang hinauf, am Kornspeicher vorbei, dann rechts, dann links, dann 2-mal rechts und dann die 2. links. Dann, Moment. Rechts, links, rechts, links und ihr seid da. Dankeschön. Aber gerne. Hä? Entschuldige, weißt du, wo das Gasthaus ist? Klar, es ist gleich am Ende der Straße. Tatsächlich? Das ist wunderbar. Dankeschön, meine Kleine. Gern geschehen. Gott sei mit euch. Und auch mit und dir. Und auch mit dir. Es ist näher, als wir dachten. Oh, wir sind da. Ja? Hört auf zu drängeln. Ich möchte ein Zimmer für meine Frau und für mich. Das will jeder. Es sind jetzt schon so viele Menschen hier. Mein Mann sagt dauernd, ja, ja, ja. Heute Nacht müssen wir in der Küche schlafen. Aber wir sind seit Tagen unterwegs. Was geht denn hier vor? Sie wollen ein Zimmer, was sonst? Ach, es tut mir leid. Wir haben wirklich keinen Platz mehr. Aber meine Frau ist sehr müde. Wir kommen von sehr weit her. Ja, viele Leute kommen von weit her. Und meine Frau erwartet ein Kind. Ich sage euch, was ich tun kann. Wir haben einen Stall draußen. Er ist voller Tiere, aber immerhin habt ihr ein Dach über dem Kopf. Es ist wärmer und sicherer, als draußen im Freien zu schlafen. Vielen Dank. Sie sind sehr freundlich. Kommt, ich zeige es euch. Ihr bekommt wichtige Gesellschaft. Ich hoffe, es wird bequem genug sein. Es ist das Beste, was ich tun kann. Vielen Dank. Wir sind Ihnen sehr dankbar. Lass uns das Beste daraus machen. Während der Nacht geschah eine wunderbare Sache. Das Kind wurde geboren, Gottes kleiner Sohn. Wir nennen das Kind Jesus. Maria und Josef liebten ihr kleines Baby wirklich sehr. Ich muss ihn einwickeln, damit er es warm und gemütlich hat. Die Futterkrippe des Ochsen. Jesus kann darin schlafen. Und so lag das Kind Jesus in der Krippe, umgeben von wärmender Liebe und dem Schutz Gottes, der nun bereit war, den Himmel verkünden zu lassen, dass das Kind geboren war. In dieser Nacht, gerade an der Stadtgrenze zu Bethlehem, hüteten einige Hirten ihre Schafe. Wie kannst du dein Schaf die ganze Nacht herumwandern lassen? Es sollte schlafen. Mein Schaf? Das ist doch deins. Du solltest es zum Schlafen bringen. Ich werde nicht dort hinübergehen. Achte du darauf. Nein, du. Nein, du. Schau, das ist doch keine große Sache. Du musst einfach nur nett zu ihm sein. Das ist alles. Was soll das heißen? Sag ihm einfach, es soll schlafen gehen. Hey, Schaf! Geh schlafen! Komm hier rüber, mein Junge.
Zeit zum Schlafen. Komm her, hierher. Oh. Ich grüße euch. Habt keine Angst, ihr Hirten. Ich bringe euch eine wunderbare Botschaft. Heute Nacht ist eine wundersame Sache geschehen. Hier in Bethlehem wurde der Sohn Gottes geboren. Er ist Christus, der Herr. Der König Gottes ist gekommen. Sein Name ist Jesus. Und er schläft glücklich in einer Krippe. In einer Krippe? Geht und seht ihn an. Geht hin. Es ist die glücklichste Zeit der Welt. Ein König in einer Krippe? Hier in Bethlehem? Ich dachte immer, er wäre im Palast. Lass uns in die Stadt gehen und sehen, wovon der Engel gesprochen hat. Lass uns in die Stadt gehen und sehen, wovon der Engel gesprochen hat. Das habe ich doch gerade gesagt. Dann lass uns gehen. Da entlang. Hey, wo willst du denn hin? Geh zurück zu den anderen Schafen. Sagte ich nicht, geh zurück? Oh, alles klar. Aber benimm dich anständig. Schafe. Der Engel hatte recht. Schau. Er ist wirklich hier. Hallo zusammen. Was führt euch hierher? Wir kommen, das von Gott gesandte Kind zu sehen. Ein Engel ist gekommen und hat uns von ihm berichtet. Und dann kamen noch mehr Engel und sangen von Gottes Herrlichkeit und dem Frieden auf Erden. Der Engel sagte, es liege warm eingewickelt in einer Krippe. Genau wie dieses hier. Es ist wahr. Was der Engel sagte, ist wahr. Der Sohn Gottes, der König in der Krippe. Marias Herz füllte sich mit Erstaunen, als die Hirten ihre Geschichte erzählten. Sie wusste, dass ihr neugeborenes Kind der Sohn Gottes war. In der Zwischenzeit, in fernen Ländern des Ostens, dem Morgenland, entdeckten weise Männer, die die Sterne studierten, etwas Neues am Himmel. Ich bitte um Verzeihung. Aber nicht doch, es war eindeutig meine Schuld. Nein, es war meine Schuld, wirklich. Ich habe nicht auf den Weg geachtet. Ich habe einen Stern entdeckt. Genau wie ich. Was für ein Zufall, das habe ich auch. Ich studiere die Sterne. Genau wie ich. Und wie ich. Ich komme aus dem fernen Osten. Ich komme aus dem Nahen Osten. Ich komme aus dem Mittleren Osten. Wart ihr je im Hintersten Osten? Juhu, weise Männer. Hier unten. Ihr Brüder wisst nicht rein zufällig, wo dieser enorm große Stern herkommt? Das haben wir uns gerade auch gefragt. Wir haben diesen Stern noch nie zuvor gesehen. Es ist ein völlig neuer Stern. Es sei denn... Der Stern ist ein Zeichen Gottes. Natürlich! Ein Zeichen von Gott. Das muss es sein. Der Stern ist ein Zeichen Gottes? Ja, ich verstehe. Nein, ich verstehe nicht. Wovon sprecht ihr überhaupt? Verstehst du? Es wurde prophezeit, dass ein neuer, heller Stern die Geburt des neuen Königs verkünden würde. Tatsächlich? Und da ist er nun, der neue, helle Stern. Wunderschön. Weiter heißt es, wenn man dem Stern folgt, wird er einen zu dem neuen König führen. Oh, seht den Stern. Ein Zeichen Gottes. Der Stern ist ein Zeichen. Und werdet ihr ihm nun folgen? Selbstverständlich. Natürlich. Ohne Frage. We're gonna
follow that star as long as it takes, no matter how far, guiding us on to the child, the chosen one. Starlight, star bright, glimmer of hope, glorious sight. Shine on into the night. Lead us to our dream, the newborn King. Oh yeah. What will we see? A palace of gold, royalty. Maybe he'll shine just like the star. Westwärts, weise Männer, und bringt uns die Nachricht. So brachen die weisen Männer aus dem fernen Osten auf. Sie folgten dem Stern, ohne je den Blick von ihm zu wenden, ohne zu wissen, wohin er sie führen würde. Seht, der Stern steht über Israel. Wir sollten zum Palast des Königs nach Jerusalem gehen. Der neugeborene König muss dort sein. Bitte vergebt mir, Eure Majestät. Verzeiht, dass ich euch wecke, aber eine höchst ungewöhnliche Sache ist geschehen. Sag mir endlich, was passiert ist, und es ist besser etwas Gutes, sonst kommst du in den Kerker. Ja, selbstverständlich, Euer Majestät. Es ist so, es sind drei Weise aus dem Morgenland zu Besuch gekommen. Ja, ja, und weiter? Sie sagen, sie seien gekommen, den neuen König zu sehen. Dann schick sie herein. Sie kommen, den neugeborenen König zu sehen. Wovon reden die? Glauben Sie, ich sei erst gestern geboren worden? Vielleicht dachten Sie, es gäbe einen anderen König. Einen anderen König? Absurd. Lächerlich. Wie kann es einen anderen König geben? Und wenn es jemanden gibt, der vorgibt, ein König zu sein, will ich wissen, wo er ist. Er wird es bereuen, das verspreche ich dir. Ja, Euer Majestät. Selbstverständlich, Euer Majestät. Aber was soll ich den Weisen aus dem Morgenland sagen? Sag ihnen, sie haben sich verlaufen. Nein, wenn ich recht überlege, hol meine Ratgeber. Beeil dich! Die Ratgeber! Die Ratgeber! Kommt hierher! Ja, Eure Majestät? Was wisst ihr über den neugeborenen König? Oh, er wurde geboren? Wer wurde geboren? Der König! Ich bin der König! Wir meinen den anderen. Welchen anderen? Den, von dem ihr sprecht. Der, von dem ich spreche? Ich weiß nichts von einem König, auch wenn offensichtlich jeder sonst von ihm weiß. Warum wurde ich nicht unterrichtet? Wieso spricht niemand mit mir? Aber wir wussten nicht, dass er schon geboren wurde. Wer? Der neugeborene König. Nun gut, wenn ihr so schlau seid, wo ist dann dieser neugeborene König? Die alten Geschichten sagen, er würde in Bethlehem geboren.
Das sagen die alten Geschichten also, ja? Das soll mir genügen. Schickt die drei Weisen sofort herein. Wer sagte, ihr sollt aufhören? Fächelt gefälligst weiter. Und der Rest geht zurück an die Arbeit. Eure Majestät, hier sind die Weisen aus dem Morgenland. König Herodes, wir sind gekommen, um den neuen König zu sehen. Und wo habt ihr von diesem König gehört? Wir haben Gottes Stern am Himmel gesehen. Ein Stern von Gott? Ein schöner Stern. Ein heller Stern. Ein Zeichen Gottes. Wir wussten, dass der Stern uns zu dem neugeborenen König führen würde. Wir wollen ihm die Ehre erweisen. Dieser neue König ist nicht hier. Wo ist er dann? Er ist in Bethlehem. Ich meine, ich bin nicht sicher. Ich meine, vielleicht solltet ihr ihn suchen gehen. Ja, seht meine Sorge. Geht und sucht ihn. Und wenn ihr ihn findet, kommt und sagt mir, wo er ist. Ich möchte dem neuen König ebenfalls die Ehre erweisen. Genug jetzt. Genug jetzt! Dann verließen die Weisen den Palast. Sie sahen in den Himmel und erblickten den Stern von Neuem. Seht! Da ist er! Auf nach Bethlehem! Weisen folgten dem Stern bis hinein nach Bethlehem. Hier entlang! Kommt alle mit! Kommt und seht den neugeborenen König! Und dort, gleich über dem Stall, war der Stern. Die drei Weisen wussten, dass sie zum richtigen Ort geführt worden waren. Wir kommen aus fernen Ländern. Um den neugeborenen König zu feiern. Dürfen wir eintreten? Aber bitte. Wir wussten, dass das Kind geboren war. Wegen dem Stern. Wir sind ihm den ganzen Weg hierher gefolgt. Wir bringen Geschenke. Die drei Weisen gaben Jesus Gold, Weihrauch und Myrrhe. Vielen Dank. Wir danken dir, dass wir dem König unsere Ehre erweisen durften. Wir danken Gott für seine große Weisheit. Er hat uns seinen Sohn gesandt. Oh. Der Herr sei gepriesen. Ein Hoch auf den neuen König. Die drei Weisen gingen niemals zurück zu König Herodes, um ihm die frohe Botschaft der Geburt des Jesuskindes zu überbringen. Jedermann freute sich, dass Gott seinen Sohn gesandt hatte, den neuen König der Welt.
God created it by hand. From mighty mountains to the raging sea, to every leaf on every single tree. It's in the holy book. Just open up and take a look. In der Stadt Bethanien wurde viel gefeiert. Aber noch nicht alle hatten die wundervollen, wundersamen Neuigkeiten gehört. Entschuldigung, Verzeihung, was ist hier los? Hast du es nicht gehört? Ein guter Freund von uns ist gestorben. Tatsächlich? Warum sind dann alle so fröhlich? Weil er wieder auferstanden ist. Ah, das ist unmöglich. Das wäre ein Wunder. Ich glaube eher, dass mein Esel sprechen kann. Wer ist dieser Mann? Kein gewöhnlicher Mann, das ist sicher. Sein Name ist Jesus und er ist der Sohn Gottes. Wir verübeln dir nicht, dass du uns nicht glaubst. Wir würden genauso denken wie du, hätten wir Jesus und die Wunder, die er gewirkt hat, nicht selbst gesehen. Oh, entschuldige, ich bin Petrus. Und ich bin Andreas. Komm, setz dich zu uns. Andreas hat mir Jesus vorgestellt. Ich mochte ihn vom ersten Augenblick an. Petrus erzählte dem Reisenden, dass ein paar Tage nachdem er Jesus getroffen hatte, sie alle zu einer Hochzeit eingeladen worden waren. Auch Jesus' Mutter Maria war da gewesen. In der Mitte des Festes bemerkte der Bräutigam, dass der Wein beinahe aufgebraucht war. Ohne Wein hätten sie nichts mehr zu trinken gehabt. Und die Feier hätte ein frühes Ende gefunden. Sie haben keinen Wein. Kannst du ihnen irgendwie helfen? Aber dies ist nicht die Zeit, dass die Leute erfahren, wer ich bin. Nun gut. Tu, was immer er dir sagt. Gehe und fülle 6 leere Karaffen mit Wasser. Dann schenke allen Hochzeitsgästen dieses Wasser aus. Das ist unglaublich! Dies ist der beste Wein, den ich je getrunken habe. Hä? Der Bräutigam wusste nicht, woher der Wein stammte. Aber Andreas und Petrus wussten es. Das war Jesus' erstes Wunder. Das könnte ein Trick gewesen sein, meint ihr nicht? Nein, das war eindeutig kein Trick. Wir haben es mit eigenen Augen gesehen. Und das war nur das erste seiner Wunder. Wie damals, als wir fischen waren. Petrus erzählte davon, wie Jesus eine große Gruppe Menschen vom Königreich Gottes lehrte. Hallo zusammen! Bitte, drängelt nicht! Kann ich zu euch kommen? Aber sicher! Lasst uns hinaus aufs Wasser fahren. Jesus stand am Ufer und sprach eine Weile zu der Menge. Dann sagte er: Petrus, segle hinaus in tieferes Wasser zum Fischen.
Aber Jesus, wir haben die ganze Nacht gefischt und nichts gefangen. Das mag sein. Aber nun werft eure Netze aus und lasst uns sehen, was ihr fangt. Ganz wie du meinst, Jesus. Unsere Netze werden zerreißen. Wir werden noch ein Boot brauchen. Das ist fantastisch. Wir haben so viele Fische. Wir werden sinken. Petrus, Andreas, hört nun auf zu fischen. Was? Kommt mit mir. Ich werde euch lehren, wie man Menschen fischt. So legten Petrus und Andreas ihre Arbeit nieder. Sie fischten nicht mehr, um bei Jesus sein und von ihm lernen zu können. Danach trafen sie Jakobus und Johannes, die auch mit Jesus kamen. Sie wurden Jesus engste Freunde und folgten ihm, wo immer er hinging, um die Menschen zu unterrichten. Wir waren die ersten seiner Anhänger, seine Jünger. Das sind Jakobus und Johannes. Also war das Boot voller Fische ein weiteres Wunder. Ja. Ich weiß nicht. Vielleicht hatte Jesus ein Talent zum Fischen. Wisst ihr, ich bin selbst ein ganz guter Fischer. Oh, das war erst der Anfang. Es gab noch so viele weitere Wunder. Oh, das sind Philippus und Thomas. Es war zu der Zeit, als Jesus im Hause eines Freundes unterrichtete. Jakobus erzählte von dem Haus, das vor Menschen strotzte, die gekommen waren, um Jesus zu hören. Wir kommen nicht nah genug heran, um unserem kranken Freund zu helfen. Vielleicht gibt es noch einen Weg, hineinzukommen. Denkt daran, dass man mit dem Glauben alles bewirken kann. Was tun Sie da? Weg! Weg mit euch! Habt ihr verstanden? Nein, wartet! Seht ihr nicht, wie sehr sie sich bemüht haben, ihren kranken Freund ins Haus zu schaffen? Was passiert denn jetzt? Alle schlimmen Dinge, die du in deinem Leben begangen hast, zählen nicht mehr. Ich vergebe dir deine Sünden. Was? Jesus kann diesem Mann nicht vergeben! Jeder weiß, dass nur Gott den Bösen vergeben kann. Für wen hält er sich eigentlich? Das darf doch nicht wahr sein! Wenn ich sage, ich vergebe dir deine Sünden, gibt es keinen Weg zu beweisen, dass ich wirklich etwas getan habe. Wahr! Wahr! Aber ihr werdet meine Macht sehen, wenn ich den Körper dieses Mannes ebenfalls heile. Nun steh auf und geh nach Hause. Gepriesen sei Gott, dies ist wahrhaftig sein Sohn. Ja, ein Wunder! Oh, gepriesen sei Gott! Wenn Jesus einen Kranken heilen kann, dann ist es auch wahr, dass er Sünden vergeben kann. Seht, Jesus hat mich geheilt! Und der Mann und seine vier Freunde lachten vor Freude und sangen die ganze Zeit während ihres Heimweges. Das klingt wie ein Wunder. Aber vielleicht war der Mann nicht wirklich krank und hat Jesus nur hereingelegt. Was ist das? Jemand, der nicht an Jesus Wunder glaubt? Er denkt, es waren nur Tricks. Vor einer Minute sagtest du, du wärst ein recht guter Fischer. Einmal fing ich einen Fisch, der war so groß. Aber hast du schon mal einen Sturm beenden können?
Das kann niemand. Es war zu der Zeit, als wir alle über einen See fuhren. Ich bin müde und will eine kleine Weile ruhen. Petrus, warum hast du nicht mehr Vertrauen? Du hast keinen Grund, dich zu fürchten, wenn ich bei dir bin. Es ist ein Wunder. Sogar Wind und Wasser gehorchen ihm. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich traue meinen Ohren kaum. Könnte ich solche Wunder nur mit eigenen Augen sehen? I've seen them with my eyes. I've seen my friend named Jesus turn water into wine. Seeing is believing, believing what I see. When you look within your heart, you'll see what I mean. I can almost see the miracles right before my eyes. He fills the nets of fishermen, turns water into wine. He feeds the hungry, cures the lame, gives sight to the blind. When I look within my heart, miracles come alive. I believe in miracles. I believe in Jesus. I believe in miracles. The power of God is with us. Heaven and earth are not so far apart when you believe in us. Say that miracles happen. I can almost toss my doubts far away. If only I had seen with my own eyes. Sometimes, my brother, you've got to have faith. There is a man in Israel, he's doing wondrous things. They say he is the Son of God. Jesus is his name. I believe in miracles. I believe in Jesus. I believe in miracles. The power of God is with us. Heaven and earth are not so far apart when you believe.
Dann erzählten die Jünger von dem Tag, an dem Jesus von zwei Blinden aufgehalten wurde. Jesus? Bitte, bitte heile uns. Glaubt ihr wirklich, ich kann euch wieder sehend machen? Oh ja, wir haben alles von dir gehört. Du bist der wahre Sohn Gottes. Wir wissen, dass du uns wieder sehend machen kannst. Dann kann, woran ihr glaubt, geschehen. Es wird geschehen. Haltet fest an eurem Glauben. Zuerst sahen wir nur Dunkelheit. Aber jetzt können wir das Licht der Welt sehen. Welch ein Wunder das gewesen sein muss. Bitte, hört noch nicht auf. Die Jünger berichteten davon, dass je mehr die Menschen über Jesus erfuhren, sie umso mehr nach seinen Lehren hungerten. Wie an dem Tag in Galiläa, als er zu einer Menge von 5000 Menschen sprach. Es war ein wunderschöner Tag. Beinahe wie ein großes Überraschungspicknick. Können jetzt nicht alle gehen, um sich etwas zu essen zu holen? Aber Petrus, ich will Ihnen noch so viele Dinge sagen. Philippus, wo können wir genügend Essen für all diese Menschen kaufen? Es würde den Lohn von 8 Monaten harter Arbeit kosten, das Essen einer solchen Menge zu bezahlen. Jesus, ich habe einen Jungen gefunden, der 5 Laibe Brot und 2 Fische hat. Der Junge gab Jesus freudig sein Essen. Nachdem er das Essen gesegnet hatte, gab Jesus es den Jüngern, um es zu verteilen. Es war nur ein klein wenig Nahrung, aber es füllte all ihre Körbe und füllte sie von Neuem. Und nachdem alle gegessen hatten, sammelten sie die Reste ein und stellten fest, dass noch immer genug da war, um alle Körbe zu füllen. Jesus hatte ein weiteres Wunder gewirkt. Aber der Tag war noch nicht vergangen. Gleich nach dem wunderbaren Picknick schickte Jesus seine Jünger wieder über den See. Seht nur, da! Was ist das? Was ist das? Ein Geist. Ein Wunder. Habt keine Angst. Ich komme euch zu helfen. Jesus, kann ich zu dir hinaus aus Wasser kommen? Komm nur, Petrus. Du meinst, ich hätte das alles schon mal gesehen. Ich kann nicht auf dem Wasser gehen. Hilf mir! Hilf mir! Jesus, hilf mir! Oh. Warum hast du an mir gezweifelt, Petrus? Oh, was für ein Wunder! Wahrlich, du bist der Sohn Gottes. Warum bist du untergegangen? Weil ich in diesem Moment mein Vertrauen verloren habe. Ich habe nicht völlig an Jesus und an seine Taten geglaubt. Aber er hat es mich gelehrt. Willkommen, Thaddäus. Oh, was für wunderbare Dinge geschehen können. Jesus muss wahrhaft der Sohn Gottes sein. Aber wir haben dir noch nicht von einem seiner größten Wunder erzählt. Jakobus erzählte von der Zeit, als Jesus wirklich schlimme Nachrichten von seinem Freund Lazarus gehört hatte. Lazarus ist gestorben. Oh, wie traurig. Das tut uns leid, Jesus. Aber nein, meine Freunde. Er ist tot, aber ich werde ihn ins Leben zurückholen.
Wenn ich dies tue, wird es euch helfen, an mich zu glauben. Sie fanden Lazarus Schwestern wartend vor der Grabhöhle. Jesus? Ich bin sicher, Lazarus wäre nicht gestorben, wärest du da gewesen. Martha, jeder, der an mich glaubt, wird wieder leben. Selbst wenn er gestorben ist. Glaubst du daran? Ja, denn ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Dann entferne den Stein. Gott, möge nun jeder sehen, dass du mich geschickt hast, um das Leben zu bringen. Lazarus, komm heraus. Jesus muss Gottes Sohn sein. Dann erzählte Petrus dem Reisenden von Jesus' wichtigstem und erstaunlichstem Wunder. Es geschah 3 Tage nach seinem eigenen Tod. Es geschah an einem Sonntag, als Johannes und Petrus zum Grabe Jesu gingen. Aber er war fort. Jesus war auferstanden. Dann besuchte er seine Jünger. Zuerst sahen sie ihn unten beim Wasser. Was sollen wir nun tun? Wir sollten wieder Fischer werden. Was sollen wir sonst tun? Das Meer ist völlig leer. Ja, wir haben die ganze Nacht gefischt und nichts gefangen. Hallo. Habt ihr etwas gefangen? Nicht einen einzigen. Versucht es erneut. Aber was ist das? Werft euer Netz zur rechten Seite aus dem Boot. Hey, seht! Es ist Jesus! Schnell, rudern wir ans Ufer! Macht nur weiter, ich kann nicht warten! Guten Morgen, Petrus. Rufe die anderen. Wir essen Fisch zum Frühstück. Insgesamt war Jesus nun 40 Tage bei uns. Und sprach zu uns von Gottes Königreich. Oh, wie wundervoll. Ich wünschte nur, dass ich die Möglichkeit hätte. Petrus, da bist du ja. Hallo. Willkommen. Ich gebe euch meinen Segen. Und nun ist es Zeit für mich, in den Himmel zurückzukehren, damit ich bei meinem Vater sein kann. Nun geht hinaus in die Welt und berichtet allen, die ihr trefft, von mir. Vergesst nicht, ich werde durch den Heiligen Geist immer bei euch sein. Wir müssen jetzt gehen, mein Freund. Ich und die anderen gehen nach Jerusalem, um unsere Arbeit aufzunehmen. Nämlich anderen, genau wie dir, von Jesus zu berichten. Erinnere dich an alles, was wir dir heute erzählt haben. Und glaube an die Wunder Jesu. Ich glaube. Ich glaube. Ich glaube.